So, einen schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße Sie zu einem neuen Video. Monatsanfang und alles wird gut, habe ich das genannt. Eine Strategie, die ich beschrieben habe in meinem Buch sehr ausführlich, neben ein paar anderen Strategien und die ich in meinem 6-stündigen Army Broker Videokurs ausführlich vorstelle und manchmal auch in meinen Seminaren. Und das möchte ich mal heute mit Ihnen hier ausführlich teilen. Wir gehen mal direkt nach AmiBroker rein und Sie sehen hier, konzentrieren uns erstmal hier auf diesen schönen Trendkanal. Also dargestellt ist hier der Nasdaq 100 Index und unten die 200-Tage-Linie. Wir haben da einen sehr großen Abstand von ungefähr 60%. Das habe ich mal vor kurzem in einem anderen Video diskutiert. Das ist heute nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt sind diese Pfeile hier. Also die Strategie, die ich Ihnen hier vorstelle, die kauft immer hier, wo die grünen Pfeile sind. Und das sind genau immer die Monatsenden. Also hier ist der 29. Januar, das war letzten Freitag. Und das ist besonders spannend, weil der Markt war hier in diesem Trendkanal und letzte Woche, da haben einige kalte Füße bekommen nach diesem Rückgang. Und der Kurs hat auch unter diesem Kanal geschlossen. Und wie durch ein Wunder ist er dann diese Woche wieder gestiegen. Und wenn wir das weiter zurückschauen, hat es doch immer wieder erstaunlich gut funktioniert. Also hier zum Beispiel am 30. Oktober hätte man gekauft, wäre dann bis hier noch drin. Und selbst hier in dieser massiven Krise da, wo Corona quasi richtig anfing, hätte man zum Beispiel hier am 27. Februar gekauft. Und hier 4 Tage gehalten, also hier korrekterweise am 28. Februar. Und auch hier hätte man wieder gekauft zum 31. März. Man hätte gar nichts von diesem großen Rückgang eigentlich mitgenommen. Es ist sehr, sehr erstaunlich, weil diese Strategie sehr simpel ist. Also wirklich nur jeden Monatsschluss kaufen und 4 Tage halten. Wir machen das jetzt nochmal im Backtest, damit wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen können. Also mit dieser simplen Strategie würde man 6% im Jahr verdienen, mit dem Nasdaq 14% und zwar in einem Zeitraum von 1995 bis jetzt Ende Januar. Aber man ist ja nicht die ganze Zeit im Markt und deswegen hätte man also quasi sogenannten risikoadjustierten Gewinn von 34%. Der maximale Rückgang wäre 31% bei dieser Ursprungsvariante, während der Nasdaq mal 82% verlor und die Equity-Kurve schaut hier auch schon relativ gut aus. So, das wäre jetzt aber absolut die Rohvariante und jetzt gibt es da dazu noch verschiedene andere Sachen zu untersuchen. Zum Beispiel hat mein sehr geschätzter Kollege, der André Stagge, eine Variante, in dem er von dieser Strategie, bei der er schon ein paar Tage früher in den Markt einsteigt, also 4, 5 Tage vor dem Monatsschluss. Und das habe ich hier mal programmieren lassen in den Code. Tage vor dem Monatsschluss schon einzusteigen. Wir optimieren durch 1 bis 10 Tage vor dem Monatsschluss einzusteigen. Es geht mit AmiBroker sehr einfach, da drückt man auf den Knopf und dann optimiert er das. Dann haben wir hier die Ergebnisse erstmal in Tabellenform. Jetzt schauen wir hier mal auf den CAR, das ist der durchschnittliche Jahresgewinn, was da am besten gewesen wäre. Und Sie sehen hier, dass beim durchschnittlichen Jahresgewinn, hier sind aufgetragen Tage vor dem Monatsende, und nach oben der durchschnittliche Jahresgewinn. Und da sehen wir, dass tatsächlich 4 bis 5 Tage vor dem Monatsende zu kaufen einen höheren durchschnittlichen Jahresgewinn gebracht hätte als bei meiner Ursprungsvariante, wo man immer zum Monatsschluss kauft. Also statt letzten Freitag hätte man in dieser Variante schon letzte Woche Montag gekauft, also ein paar Tage früher. Und das ist aber nur die eine Seite der Medaille, dass sich der
Jahresgewinn erhöht. Wir müssen auch mal auf die Rückgänge schauen. Und wenn wir da drauf schauen, dann sehen wir, dass hier muss man darauf achten, dass je höher die Rückgänge, ist die Kurve tiefer. Also Sie sehen hier auf dieser Skala, hier sind 54% Rückgänge, hier unten sind schon um die 70%. Die Ursprungsvariante war ja so ungefähr bei 20%. Und da sehen Sie, dass dieses frühere Kaufen im Monat, man hat zwar gesehen, man hat höhere monatliche, jährliche Erträge, aber das wird erkauft mit höheren Rückgängen. Und wenn wir auf die Equity-Kurve schauen, dazu muss man mal das hier einstellen, dass man zum Beispiel 4 Tage war ja die profitabelste Variante. Wir kaufen jetzt also immer quasi am 25. oder am 26. schon von jedem Monat. Wie man hier sieht, das ist jeden Monat unterschiedlich, weil je nachdem, wann der Monat ja endet, wann die Handelstage sind, Wochenenden werden ja ausgelassen. Wenn man sich das anschaut, kommt man halt auf eine höhere Rendite, aber auch auf einen höheren Drawdown. Aber was beachtenswert ist, wir müssen diese Kurve hier anschauen, weil das obere ist Mietreinvestition, das sieht dann immer ein bisschen zu gut aus. Aber was wir sehen, dass wir zum Beispiel diese primitivere Variante, also diese Primitivvariante eines Handelssystems, nur zum Monatsende oder zum 24. zu kaufen und bis zum 4. Tag des nächsten Monats zu halten, hätte letztes Jahr 47% gebracht und jedes Jahr davor auch über 10%. Und Sie sehen auch, diesen Anstieg seit 2002 hat es wirklich sehr gut funktioniert und die Rückgänge waren seit 2002 sehr gering, auch in dieser Variante. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da verschiedene Sachen zu testen. Man kann hier auch zum Beispiel, habe ich in meiner Originalvariante vom Buch, habe ich hier noch die 200-Tage-Linie drin. Die kann man also hier noch reintun, dass man sagt, man kauft nur am letzten des Monats und man ist gleichzeitig in einem Aufwärtstrend. Und den Aufwärtstrend kann man definieren über eine 200-Tage-Linie. Oder hier habe ich es zum Beispiel über 40 Tage gemacht in einer Variante. Wenn man das sich anschaut, dann hat man zwar jetzt weniger Jahresgewinn von 4%, aber die Equity-Kurve sieht wirklich seit 1995 relativ glatt aus. So, jetzt habe ich dieses Handelssystem erklärt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage erstmal, warum funktioniert das überhaupt? Das ist ja nur also Statistik, was wir hier gesehen haben, dass es so ist. Und die Antwort ist schlichtweg, Monatsanfang ist ein saisonaler Effekt. Da fließt zum Beispiel Geld in die Märkte, weil Leute ihre Löhne kriegen, weil Fonds umschichten, dieses sogenannte Window Dressing, was zum Monatsbeginn gemacht wird, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und solche Effekte sind das. Und deswegen hat es einen Vorteil, wenn man insbesondere die ersten 4 Tage des Monats mitnimmt. Ich habe diese Strategie und auch eine andere Strategie, dieses Bollinger-Handelssystem, wo man lernen kann, wie man ganze Portfolios handelt. Ein bisschen ähnlich diesem Clino-Handelssystem, was ich immer in meinen Webinaren zeige, habe ich in diesem englischsprachigen Buch Trading Systems vorgestellt. Und das ist hier das Buch. Und ich habe auch dazu einen 6-stündigen Videokurs gemacht. Die Codes übrigens finden Sie einfach frei auf meiner Webseite. Kann ich Ihnen gerade mal zeigen, indem Sie einfach hierher gehen auf meine Webseite urbanstocks.com, dann hier auf englischsprachigen Bereich gehen und dann hier die Codes finden Sie hier zu dieser Strategie, Beginning of Months und auch zur Bollinger Strategie, wo Sie Systeme auf ganzen Aktienportfolios testen können, die ich zum Beispiel im Robowiser umgesetzt habe. Also wer auch im Robowiser dabei ist, mit dem Code Urban 2021 bekommen Sie da auch Rabatt auf das Bollinger-Bandsystem, die Bollinger-Strategie. Und wer mit AmiBroker arbeitet, kann die einfach frei testen. Und da habe ich
dazu einen Videokurs verfasst mit 6 Stunden Videomaterial, wo Sie diese Strategie auch drin finden. Und wer diesen Videokurs hat oder schon bestellt hat oder bestellen wird, bekommt von mir gratis jetzt auch diese Zusatzvariante mit dieser Optimierung von mir gratis mit dazu. Mir bitte einfach eine E-Mail schicken. So, ich bin fast am Ende dieses Videos angelangt, bedanke mich fürs Zuhören. Aber eine Sache muss noch sein, und das ist dieser obligatorische Risikohinweis. Ich habe hier Backtests gezeigt, das sind historische Betrachtungen, die stellen keine Prognose für zukünftige Entwicklung dar. Und ich übernehme natürlich keinerlei Haftung, die entstehen, wenn Sie jetzt da diese Strategie anwenden. Ich denke, Sie sind alt genug, Sie müssen selber die Verantwortung übernehmen, das ist ganz klar. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.